Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei Xenonauts. Wir haben hier ein relativ großes UFO diesmal. Noch ist keiner gestorben, aber wir haben tatsächlich ein paar, die angeschossen worden sind. Ich habe mich mal informiert. Im Grunde genommen ist es eine Cyberdisk. Aber es heißt hier natürlich nicht Cyberdisk. Ansonsten gäbe es hier wahrscheinlich ganz doll Ärger. Mit Copyright und so Sachen. Ich überlege gerade, was jetzt der schnellste Weg dahinter ist. Denn ich würde gern auch durch den Eingang. Oh, fucking hell! Oh, shit! Da war noch die Liste. Ihr seht dann immer, was ich nacheinander aufnehme. Scheiße! Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich kann nichts machen, ich komme nicht weg. Ich kann mich höchstens hinhocken und hoffen, dass er drüber schießt. Holy shit, wo kam denn das Alien her? Alter, verarscht er mich? Wo ist denn der hin? Okay, der ist nach oben. Ich hab's mir fast gedacht, deswegen wollte ich mit denen oben jetzt in die andere Richtung. Krasse Scheiße, Mann. Das ist zu krass. Das ist wirklich zu krass. Und wenn der Zivilist da sich verpissen würde. Digga, ich bin hier erst ruhig, wenn ich die Leiche gesehen habe. Was geht hier ab, Alter? Leute, das ist nicht mehr normal.
Krass. Ja, da fängt diese Folge natürlich ziemlich mies an, Alter. Mit dem Verlust eines unserer Soldaten. Aber das ist auch bloß wieder so ein bisschen wachrütteln. Damit man wieder weiß, alles klar, hier kann jederzeit irgendeine Scheiße passieren. Vor allen Dingen hatten wir nicht Echsenmenschen? Wir hatten doch Echsenmenschen. Scheint so, als wären diese UFOs tatsächlich gemischt. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Und da ist tatsächlich... Ich hab die ganze Zeit gedacht, dass da wahrscheinlich noch einer sein könnte. Die Frage ist, wo der jetzt hingerannt ist. Hier nach hinten. Okay. Das ist unglaublich. Was haben wir für Leute schon wieder hierbei? Ich meine, ich glaube nicht, dass uns das Alien von da aus gefährlich werden wird. Aber man weiß ja nie. Sich wahrscheinlich auch bloß gedacht, euch Spinner greife ich nicht mal an. Wir stellen uns hier draußen hin und warten. Warum haben wir nicht zuerst ich verstehe es manchmal nicht, aber ist okay. Es ist nichts passiert. Der Schuss wurde komplett... Der wurde komplett von unserer Rüstung eliminiert. Voll nice. Ich traue der ganzen Sache hier immer noch nicht. Wir rücken natürlich trotzdem weiter vor. Keine Alien-Bewegung außerhalb. Zumindest habe ich jetzt nichts gesehen. Aber das bedeutet ja nichts. Kurz hinter mir geguckt, Alter, wer weiß.
mit den Leuten sollten wir uns langsam hier Richtung UFO bewegen. Haben natürlich auch mit so einem großen UFO noch nichts zu tun gehabt. Das ist nur ein Zivilist. Wollte schon, Alter, herzattackenmäßig wieder aufschreien. Aber bis jetzt haben sich hier auch nicht die Türen geöffnet. Das ist eine Sache, die mir generell schon wieder nicht gefällt. Aber okay, wir bringen uns in Position. Keine Aktivitäten soweit. Logisch, sollte wahrscheinlich erstmal den von vor der Tür hier wegnehmen. Hallo. Da macht keiner die Tür auf. Ah, ist das mies, Alter. Okay. Nur kurz gecheckt, ob da auch wirklich nichts neben dem UFO hockt. Dann wie immer mit dem Schild in Richtung Eingang. Hinhocken. Vor allem, das sind die einzigen, die wir haben. 2, 4, 6 Leute. Da fehlt doch einer. Ha! Hat gedacht, kann sich drücken, die Sau. So, und ich glaube, irgendwas zu der Disc wollte ich sagen. Und zwar, es ist tatsächlich im Grunde genommen eine Cyberdisc, aber es heißt hier natürlich nicht Cyberdisc. Wahrscheinlich, weil es sonst derb Ärger geben würde mit den Copyright-Holdern. Deswegen heißt das Ganze hier Drohne. Und die gibt's erfreulicherweise in 3 verschiedenen Geschmacksrichtungen. In 3 verschiedenen Größen. Wenn es nicht anders geht, dann müssen wir da jetzt rein. Eine Alien-Handgranate, wir sind alle tot. Jetzt wäre es super, wenn wir jemanden mit einer Schrotflinte dabei hätten.
Okay, drei Türen. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr mir das nicht gefällt hier gerade. Okay, easy. Ich will immer reinzoomen. Da liegt ein Toter. Okay, dann ist er da drin. Holy Smackaroni, Alter. Corporal Luke Edwards. Du hast treu gedient, der Menschheit. Und den höchsten Preis bezahlt. Ein Alien-Antrieb, das extrem präzise Manöver erlaubt. Das für neue Dropship-Technologie. Technology. Nice, Alter. Aber es ist natürlich jetzt blöderweise wieder einer von uns gegangen. Ach, die sind ja noch gar nicht zu Hause, wollte gerade sagen, wo kann ich denn den da unten nicht runternehmen? So, jetzt aber. Verletzt. Verletzt. Souls können wir wieder mal drauf machen. Können wir auch gleich mal gucken, dass wir die ausrüsten. Moment, was? So, Jackal. Jackal. Schakal und er müsste auch Schakal anhaben. Sehr gut. So, Assault. So eine haben wir noch gar nicht hergestellt. Rifleman. Ich weiß, ich werfe sehr, sehr selten die Handgranaten. Ich gelobe Besserung. Da haben wir leider keine mehr.
Sniper-mäßig haben wir leider auch noch keine. Und für das Schild, die Pistole ist auch noch im Bau. Es kommt alles, Leute, es kommt alles noch. So, weiter geht's hier erstmal. Geil, jetzt haben wir hier das dritte Raider fertig. Bauen hier einfach. Ja, ich wollte gerade sagen, wir bauen hier einfach noch einen zweiten Kondor. Aber das können wir momentan nicht. Okay, wir haben 0 Kontinente verloren. Aber ihr seht, ne, Nordamerika und so weiter und so fort, das ist ordentlich runtergesabbert. Aber das werden wir jetzt hier ordentlich nachholen. Wir sollten tatsächlich aber gucken, dass wir vielleicht uns Australien auch noch holen. Dass wir da noch die dritte Base bauen und hier oben. Korvetten-UFO heißt das Ding. Und hier seht ihr auch die leichte Drohne. Ne? Sehr schön. Eine leichte Variante des Wolf-Rüstungssets. Oh, mit einem Jump Pack. Das ist nicht verkehrt. Unter uns waren Spionen. Okay. Ist alles so Story-Arc-mäßig, aber für uns in diesem Let's Play nicht so interessant. So. Die ganzen Rifles sind fertiggestellt, die wir im Auftrag gegeben hatten. Das heißt, die letzten Riflemen, die wir hier noch haben, die noch keinen Fahrschein haben, bekommen jetzt auch. Natürlich die bessere Waffe. Ne, ihr seht, wir haben 2 mehr, als wir eigentlich brauchen. Jetzt brauchen wir noch 2 Assault-Waffen, Sniper und sonst was. Und die bauen wir ja hier auch. Sehr gut. Vor allen Dingen auch sehr gut, dass wir jetzt ein bisschen Ruhe haben. Das sagte er. Okay, Intercept. Very small. Intercept. Wir wissen ja, very small heißt in diesem Fall Fighter. Und Fighter brauchen wir auf jeden Fall den Foxtrot. Alles andere können wir auch mit irgendeinem anderen Scheiß einfach wegschießen. Also da hat sich jetzt unser Foxtrot nicht gerade von der besten Seite gezeigt. Aber ist okay. Wir schaffen das auch so.
Das kann nicht sein Ernst sein, Alter. Wie kann der denn beiden Raketen hintereinander weg ausweichen? Check ich nicht. Nee, wirklich, check ich nicht. Ist mir ein Rätsel, Leute. Ist mir wirklich ein Rätsel. Ist mir echt ein Rätsel. So, und jetzt haben wir mit dem Kondor, Alter, den Fighter weggeschossen. Leck mich am Arsch. Blöder Kackfighter. Noch mehr Airstrike drauf, Alter. Einfach weil ich jetzt sauer bin. Oh, wie lange braucht das jetzt, bis das repariert ist wieder? Wird gar nicht angezeigt. Nee, ja, wirklich, Arschloch. Kann man nicht anders sagen. Wir brauchen noch zwei Basen. Präzisionslaser ist fertig. Nee, jedes Mal der falsche Knopf. Irgend so ein Alien Precision Laser in Auftrag gegeben. Die Laser Pistols sind fertig, sehr gut. Und jetzt kommt noch der Laser Karabiner, was quasi wie so eine Schrotflinte ist. Leck mich doch. Ich glaube, die Korvette kann gar nicht ausweichen. Ob wir das Teil weggeschossen bekommen. So ein scheiß Scout. Aber das sind ja eigentlich die Teile, mit denen wir am meisten klarkommen. Oder klargekommen sind in der Vergangenheit. Aber die verhalten sich alle irgendwie ganz komisch jetzt. Problem ist, wir haben leider kein viertes Flugzeug, aber warte mal.
Ha! Haben wir es von der USA aus abgefangen. Und schön über Wasser weggeschossen. Nice. Leute, wie es hier weitergeht, Alter, was die Aliens uns noch alles antun werden, wann wir unsere dritte und vierte Base etablieren werden und vieles mehr siehst du schon in der nächsten Folge von Xenonauts. Bis dahin, mach's gut.